Sehen wir nun einmal den Einsatz einer strukturellen Direktive anhand eines Beispiels der NG4-Direktive an. Hierfür habe ich eine weitere Komponente angelegt, die sogenannte Booklist-Komponente, welche, wie der Name schon sagt, eine Liste von Büchern anzeigen soll. Diese Komponente habe ich auch bereits in die App-Komponente eingefügt, sodass diese auch bereits in unserem Webbrowser sichtbar ist. Darüber hinaus habe ich bereits ein Array angelegt, welches eben ganz viele Bücher in sich beinhalten soll. Diese Bücher möchten wir nun nacheinander in unsere Booklist-Komponente, in dem Template davon, anzeigen. Hierfür füge ich nun zuerst im Template das entsprechende HTML ein, was dann ein einzelnes Buch anzeigen soll. Mit Hilfe dieser NG4-Direktive möchte ich nun dieses Table Row Element so oft anzeigen, wie eben Elemente in diesem Books Array enthalten sind. Einleitend tue ich sie mit dem Asterisk sein und dann NG4. Dann definiere ich eben meine Template-Variable, das heißt das eine Element, was immer in dem Buch-Array enthalten ist, und definiere eine schlichte For-Off-Schleife, wie man sie vielleicht auch aus JavaScript kennt. Diese strukturelle Direktive sorgt nun hierfür, dass Angular diese Table Row, dieses HTML-Tag, so oft generiert, wie Elemente des Arrays enthalten sind und natürlich auch dementsprechend jedes einzelne Buch herausliest. Schauen wir das einmal im Webbrowser an, sehen wir, dass auch genau unsere drei Bücher hier mit dem entsprechenden Template gerendert wurden.